einige Wigschweißer-Positionen, Situationen und Momente in der Fernwärme. Ihr seht hier mal aktuell an einem 150er-km-Rohr, wie einzelne Schweißpositionen in der Fernwärme gestaltet werden können. Die Situation insgesamt ganz angenehm. Wir hatten einen gut gestalteten Graben, hat natürlich die Möglichkeiten, das auch entsprechend gut umzusetzen in der Verlegung, in den Vorbereitungen, Vorricht- und Schleifarbeiten und in den Wigschweißarbeiten. Um die Zeit hatten wir hochsommerliche Temperaturen, also da sind die Schweißperlen gelaufen bei allen. Das ist ganz klar, aber trotz alledem konnten wir uns da behelfen mit Schirmen, dementsprechend uns vor der Sonne schützen und vor so mancher Windböe. Zwischendurch seht ihr mal die Augenblicke vom Überkopfschweißen, Senkrechtschweißen und Waagerechtschweißen. Jetzt hier aktuell eben zu sehen gewesen, das Wurzelschweißen. Ja, wenn du mal hängen bleibst mit der Nadel, muss nachgeschliffen werden, die Nadel muss wieder geschliffen werden. Das kennt ja jeder, der als Wigschweißer unterwegs ist, egal ob Fernwärme oder Anlagenbau. Und hier seht ihr mal aktuell die Umsetzung mit dem Wurzelschweißen im senkrechten Bereich. Insgesamt könnt ihr ja auch erkennen, wir hatten genug Bewegungsfreiheiten, Freihandstil über Kopf, Freihandstil beim Wurzelbereich und vielleicht manchmal auch eine kleine Zwischenlage drüber. Und wenn die Freiheiten da sind, wird natürlich die Pendeltechnik umgesetzt. Ja, das konnten wir alle ganz gut beide umsetzen. Das ist eine ganz angenehme Situation insgesamt und steigert natürlich auch die Qualität. Natürlich auch gut für die Körperhaltung. In diesem Fall nur an einem gewissen Stücke, denn senkrecht hoch ohne Pendeltechnik hochschweißen und ab einem gewissen Augenblick geht es wieder weiter mit der Pendeltechnik. Herzlichen Dank für euer Interesse an diesem Video. Herzlichen Dank für die Abos und das Teilen der Videos hier auf dem YouTube-Rohrschweißer-Kanal. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Umsetzen weiterer Videos, die natürlich zum Trainieren gedacht sind. Wigschweißer-Anfänger-Videos, Trainingsvideos, die ihr eins zu eins umsetzen könnt, wenn ihr als Wigschweißer arbeiten wollt, insbesondere im Rohrleitungsbau.